Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Ganz genau die 75594, die große Halle von Hogwarts von 2018 aus der Harry Potter-Serie mit 10 Figuren, 800 Epis-Teile, alles dabei. Es ist ein Fest. Schaut doch mal, hier ist die Box. Hier oben seht ihr auch noch die Info, dass ihr die 75593, die peitschende Weiden, auch noch damit verbinden könnt. Zeug. Hier seht ihr auch, ganz kurz mal, ich weiß, es blendet, hier seht ihr auch mal die Aufkleber angebracht. Ich habe sie natürlich nicht angebracht. Ihr kennt meine Aversion gegen alles, was ich hier an Stickern so verwenden müsste. Das ist die Anleitung. Und hier sind die beiden, es blendet wirklich von allen Seiten, hier sind die beiden Sticker-Sheets dabei. Und hier sind halt die Banner von den verschiedenen Häusern. Hufflepuff. ich kümmere mich über Harry Potter wirklich. Sehr amüsierend. Ich bin ja mittlerweile der größte Kenner der deutschsprachigen Szene bei Harry Potter, also Fanclub. Ich stehe jedem zur Verfügung als Präsident. Ich habe die Ahnung. Ich habe fast zwei Filme komplett gesehen und habe aber eine Sympathie aufgebaut gegenüber dieser Welt. Gar keine Frage. Finde ich sehr nett. Vor allem die Wortschöpfungen. Super. Macht mir viel Spaß. Hier sind, wie gesagt, Aufkleber für zwei, drei Stellen. Die zeige ich euch, wenn ich durch das Set gehe. Ich mag natürlich die Aufkleber nicht. Ihr kennt mich ja. Dazu gibt es hier noch eine tolle schwarze Scheibe. Die ist speziell, die wird oben auch nochmal eingesetzt als Wechselscheibe, zeige ich euch dann auch nochmal. Und hier ist ein Sack mit Ersatzteilen und natürlich einem Separator, den ihr hoffentlich niemals einzeln kauft. Der ist bei allen großen Sets dabei und bei Bricklink, das Zeug wird hinterhergeschmissen. 10, 15 Cent das Stück. Ja, vielleicht mal 20 im Einzelkauf oder sowas, aber nicht die 2,50, die Lego verlangt. Nicht da kaufen, denkt immer dran. Ich verlinke unten wie immer das Set. Ich verlinke die Affiliate-Geschichten zu Amazon und unten seht ihr auch meinen Bricklink-Shop. Ja, Bricklink übrigens, Verzeihung, gehört nicht mir in irgendeiner Form. Ich bin dort nur ein angeschlossener Händler und nutze diese hervorragende Datenbank, die diese Seite zur Verfügung stellt. Das ist das Set. Hier haben wir einen Basilisk. Ich hätte, um gleich mal auf eine Sache zu kommen, die mich stört, das Set finde ich toll übrigens. Gleich mal vorweg. Knaller Teile, Wahnsinn. Den hätte ich echt nicht gebraucht. Der ist nicht cool genug, dass er irgendwie eine Daseinsberechtigung hätte. Also jetzt nicht das Ding aus der Story, sondern die Bautechniken und die Teile. Und dann hätte ich lieber das weggelassen und hier irgendwie nochmal eine Handvoll Teile mehr gehabt, um ein paar Details rauszuarbeiten. Der ist gebaut wie ein Mixel, ja, mit diesen kleinen Hingeplates. Das ist nicht cool. Für die Fans von so einem ist es natürlich dann klasse, haben wir ja auch was dabei, deswegen sei er erwähnt und da ist er und ach, aber wie gesagt, macht mich jetzt nicht an. Aber wie gesagt, mir als weltgrößten Fan vielleicht, aber vielleicht findet ihr ja gut. Hier mein Bootchen, ich mag kleine Bootchen, das Bootchen schwimmt sogar auch, hat eine nette Laterne und hier ist eine schöne weiße Eule. Schaut mal die weiße Eule an, das ist aber die Basiseule, ihr kennt die, die gibt es ja schon lange bei Harry Potter. Die ist ja schon ein alter Bekannter. Aber dieser sehr coole, wirklich coole, sprechende Hut, der jetzt hoffentlich hier oben sich von mir ausbalancieren lässt. Es ist nicht angedacht, dass der dorthin gehört. Nur mal so. Ich schmeiße den noch 4 bis 12 Mal runter. So. Ich versuche wenig zu zittern und da habt ihr einen Hut. Und der ist ziemlich cool. Ich wurde jetzt schon die ganze Zeit gefragt, ob ich diesen Hut nicht als Einzeltimer zur Verfügung stellen kann. Wenn ich diese Sets mal in größeren Mengen habe und sie dann auch öffne, wegen der Teile, werde ich natürlich auch solche Sachen übrig haben. Immer mal in meinem Store gucken oder im Zweifelsfall, wenn jemand bei mir im Shop vorbeikommt, also im Laden, dann können wir auch mal gucken, ob ich da vielleicht meinen hänge. Aber ich gehe davon aus, wenn ich so einen Hut dahin hänge, wird er weg sein. Und zwar ziemlich zackig. Des Weiteren haben wir neben diesen Kleinigkeiten tatsächlich 10 Figuren dabei. Und wie ich schon eingangs erwähnte, gefällt mir dieses Set ganz gut. Erstmal aufgrund der Teile. Zum Zweiten, die Harry Potter Welt war eigentlich mit einer der teuersten in der gesamten Lego-Historie. Also man hat unglaublich wenig fürs Geld bekommen. Und schaut euch mal Grindelwalds Flucht an, dann wisst ihr eigentlich auch, wo wir bei Harry Potter herkommen. Winzige Sets für abstruse Preise. Jetzt stehen wir hier bei 100 Euro. Wir wollen jetzt nicht drüber reden, dass verglichen mit sonstigen Dingen auf dieser Welt Lego ziemlich hochpreisig ist. Das wissen wir. Mir geht es jetzt um das Preisgefüge innerhalb dieser sehr teuren Lego-Welt. Und da ist dieses Set überraschend gut. Echt überraschend. Also ich habe mit 150 Euro gerechnet und wir sind bei 100. Es ist genau das Gegenteil zum Aston Martin. Und wir haben 10 Figuren dabei. Schaut euch mal den, Freizeitvergnügungsnummer von Friends an, ja, für 100 Euro mit 3 Figuren drin. Hier haben wir 10. Die Teile sind klasse, es ist alles brauchbar. Wir haben Tierchen dabei, wir haben nette Deko. Also, oder?
Findet ihr auch, sehe ich auch so. Knalle, was da los ist. Also, gehen wir doch mal. Ich kann mir die Namen kaum merken, deswegen habe ich aber hier meinen Spickzettel, deswegen weiß ich, dass das hier der Professor Quirrell ist, mit coolem Wendegesicht, zeige ich euch sofort, und nebendran Professor McGonagall. McGonagall, genau. Und aber dann schlägt wieder das Fanherz durch. Hagrid, den kenne ich. Also wie gesagt, ich bin vollkommen ahnungsfrei. Aber ich möchte euch auf eine Sache hinweisen. Wie cool ist der Print an diesen Figuren? Jetzt mal ganz ehrlich. Sensationell. Ich hoffe, ich bin nah genug dran. Ich hoffe, es zoomt gut genug und fokussiert. Das Ding ist super. Und die Laterne in Hagrids Hand ist auch toll. Die Hand übrigens von Hagrid ist zwar... Die Arme sind noch ein... Verzeihung, ein Special. Ich habe mich bös heiser geredet diese Woche. Ist noch ein Special, aber die Finger sind nicht mehr rausgearbeitet und ich finde das ziemlich gut. Ich fand das ein bisschen komisch. Es war zwar ein Special, ich habe immer darauf hingewiesen, aber ich mochte es nicht so. Die Laterne hier in diesem Perlgrau ist speziell, die ist toll. Er hat natürlich sein Schirmchen dabei und jetzt nehme ich mal kurz die Kopfbedeckung ab. Sehr cooler Turban, also ich meine abgefahren. Schaut euch mal die Rückseiten an und er wird euch natürlich direkt das Gesicht Voldemorts anschauen. Schon wieder ein Namen, den ich kenne, also absoluter Profi. Hagrid hat kein Wendegesicht, der hat nicht nochmal irgendwie einen etwas anderen Gesichtsausdruck. Man sieht bei ihm nur die Augen, ich weiß, aber trotzdem, da könnte man hier spielen. Aber der Print auf dem Rücken finde ich ist auch klasse. Und wie gesagt, mit Voldemort bei Quirrell im Wendegesicht. Ich finde den Print super. Die geben sich, ich pack mal hier Hüte und Sachen und so weiter, packe ich mal ein. Wozu ist so ein Bootchen denn da? Aber das ist wirklich schön. Geht hier direkt weiter bei dem Nearly Headless. Finde ich auch toll, den Namen. Und beim Dumbledore, der Print ist auch toll. Davor habe ich noch eine Spinne gesetzt. Moment, die setze ich mal neben dran, dann seht ihr sie besser. Für die mit Arachnophobie ist es natürlich ein großer Spaß. Schaut euch mal diese coolen Figuren an. Und das war so Nick, oder? Genau, Nearly Headless Nick. Auch toll. Also die Wortkreationen und Namen gefallen mir irrsinnig gut in diesem netten Universum. Und ich nehme mal die Frise vom Dumbledore auch top. Gefällt mir sehr, sehr gut alles. Und nochmal, Wendegesichter und schöne Rückenprints. Echt klasse. Wirklich gut. Und lustige Spinne, zeige ich mal von oben. Ziemlich. Also in Schwarz, ihr kennt die in Rot aus der Dschungelserie von City. Tolle Serie, oder die Dschungelserie, super Serie. Und hier ist diese nette kleine Spinne auch nochmal dabei. Das passt schon. So, Frisuren ins Bootchen. Und dann kommen wir natürlich zu den vier kleinen... Hufflepuff. Ja, ist großartig. Das gelbe Trikot und die andere natürlich Klassiker. Also Harry, Susan, Ron und Hermione alle dabei. Mit Basisprinz, da geht es jetzt nicht so ab. Und es sind die kurzen Beine, es sind nicht die Mediumbeine und die Ratte von Ron. Es sind nicht die Mediumbeine, die ich euch aus der Figurenserie vorgestellt habe. Susan hat hier diese nette Gummifrisur, die ziemlich gut haftet. Na komm. So, aus irgendeinem Grund hat Harry nicht das erstaunte Rückengesicht, weil das ist das einzige Gesicht, was ich von ihm eigentlich kenne. Dieses grenzenlose Erstaunen, wie die Welt um ihn herum so ist. Das finde ich, ja, hätte ich ja eigentlich treffen gefunden. Aber hier sind sie alle ein wenig furchtsam. Ja. Aber kein Gesichtsausdruck kommt an den von Park ran, oder? Kill me now. Die sind, also wirklich, wie kann man... Egal, ich mache ein Video drüber. Oder jetzt aber mal die Figuren. Geht schon, nicht wahr? Richtig. Und da in der Sammelfiguren-Serie, die habe ich euch auch vorgestellt, die dürfte übrigens mittlerweile ausverkauft sein. Also das Video ist, glaube ich, dann irgendwie ein, zwei Tage vor dem und dann, die ist garantiert schon ausverkauft. Also nur für die, die es gucken und noch fragen und sich überlegen, definitiv habe ich keine mehr. Also ziemlich sicher. Vor allem nicht irgendwie, bis dann wieder am Donnerstag mein Laden dann wieder aufgeht. Das ist ein Sonntagsvideo, donnerstags geht der Laden dann wieder auf und bist definitiv alle weg. Schöne Figuren, schöne Sachen. Hier haben wir jetzt aber die Halle, um die es tatsächlich geht. Auch über die Sammelfiguren und so weiter habe ich ja schon nicht wirklich ausgebreitet in dem Video dazu. Wir stehen hier bei einer Länge von, naja, 32, Breite von 32 cm etwa. So ähnlich dürfte die Höhe ausfallen, 38 cm, ziemlich üppig. Dann hier haben wir hier bis zu dem Ding so 22 cm. Die Tiefe der Halle liegt bei 14 cm und des gesamten Gebäudes inklusive Türmchen knapp 18 cm. Ich glaube, ich habe alle Maße irgendwie mitgenommen, die halbwegs wichtig waren, oder? Ja, Hagrid ist cool. Wäre auch cool in der Sammelserie gewesen, ne? Ich habe schon ein paar mehr erwähnt, egal.
schauen wir uns das an. Und jetzt kommen wir gleich zu den Sachen, die mich wahnsinnig begeistern. Lego hat aus irgendeinem Grund keine merkwürdige Farbe verbaut. Auch nicht an Stellen, wo man später nicht mehr sieht. Hier ist kein Leim irgendwo reingefuddelt, kein Violett, kein Hellgrün nochmal, also Bright Green und Leim, das kann man ja auch versetzt bauen. Es ist kein merkwürdiges Gelb irgendwo reingepfuscht. Das hat aus irgendeinem Grund bei diesem Set funktioniert. Wir haben Dunkelgrau, wir haben diesen Beige-Ton und wir haben dann hier die braunen Abstufungen und diese Zickelsteine. Das war's. Und es funktioniert. Und jetzt kommt der Trick, es sieht schlagartig richtig gut aus. Und es sieht gut aus von allen Seiten. Und es sieht auch gut aus, wenn man die Tüten aufmacht. Es sieht gut aus, wenn man es sortiert. Das Ding macht einfach Spaß. Es ist natürlich watschen einfach aufzubauen. Ihr wisst, das Übliche ist ja auch klar, dass ja auch keine Knobelzielgruppe hier ist, sondern man möchte ein schönes Modell haben, man möchte entspannt bauen, dauert 2-3 Stunden, dann steht das Ding und man freut sich sehr. Ist total gut. Macht mir wirklich richtig viel Spaß. Man kann das Set wegen der Figuren kaufen. 10 Figuren, 100 Euro, also 85 Euro ist so ein Markt. In Ordnung, klare Sache. Aber man kann dieses Set auch wegen der Teile kaufen. Und wenn man beides mag, ist das Ding ein absoluter Pflichtkauf. Gibt's gar keine Frage. Ich weiß aber schon jetzt, dass dieses Set hier benutzt wird, um auch Sachen wie zum Beispiel Jabba's Palace, den Lego ja verpennt seit 10 Jahren, mal wieder auf den Markt zu bringen. Oder dass man sich die Mos Eisleys Kantine mal in schön baut, in groß, was wir auch gerne mal gehabt hätten, vielleicht als UCS statt einer erbärmlichen Cloud City. Das sind alles solche Sachen, die sind hier raus zu machen. Natürlich kann man auch alle anderen Gebäude, die man sich einfach als Mock so ausdenkt, aus solchen Sets hier kreieren. Und das ist wirklich klasse. Es macht mir richtig viel Spaß. Ich gehe mal kurz nochmal durch und beschreibe das Set und danach zeige ich euch selbstverständlich die Teile, die mir gefallen, beziehungsweise das werde ich auch zwischendurch mit Sicherheit mal einfließen lassen. Zum einen möchte ich sagen, dass dieses Set auf zwei 16x16 und einer 8x16 Grundplatte steht. Nicht Grundplatte, einer normalen Platte, die aber hier die Basis darstellt und die Sache sehr, sehr stabil gestaltet. Also ich kann das wunderbar rumheben, ist gar kein Problem. Hier mit dem hohen Turm, ganz klare Sache. Da kommen auch Aufkleber drauf, um die Sache irgendwie ein bisschen mehr nach Steinen aussehen zu lassen. Habe ich natürlich weggelassen. Dann vorne kommen die großen Eingangstore und hier ein Steg, den ich jetzt genau abgeschmissen habe. Das ist genau der Punkt. Dieser Steg ist so klein, dass der gesamte Landungssteg für das Boot, das ist alles. Und jetzt frage ich mich doch wirklich, das wäre doch kein Problem gewesen, Verzeihung, ich werde das wahrscheinlich heute noch häufiger machen, das hier opfern und dafür hier einen coolen Steg bauen, der nach echt was aussieht, oder? Ich hätte es besser gefunden, weil das hier ist alles, ich nehme es jetzt mal hier in der Hand, man sollte das Set, egal wie stabil es ist, nicht an diesem Steg hochheben, das ist, leuchtet eigentlich auch jedem ein, außer so einem Helden wie mir. Das hier ist diese gesamte Wasserandeutung, diese zwei dunkelblauen Wedgeplates, die hier sind. Ist doch ein bisschen schade, oder? Da hätte man doch hier ein bisschen mehr machen können. Egal. Hier ist ein kleiner Eingang, der ist sehr nett. Hier oben drüber ist ein Fenster, oben gebogen, mit dieser Gitterstruktur drin. Hier kommen dann diese beiden schönen großen Türen, hervorragend. Hier in Sandgreen ein netter kleiner Skistock, den zeige ich euch später, glaube ich, nochmal, wenn ich dran denke. Aber egal, ein schönes Detail. Hier kommt auch ein Aufkleber eigentlich drauf. Hier ein kleines Vordach und hier geht es dann um die Ecke mit diesen lustigen, biegsamen Spitzen hier. Die sind ja auch nochmal in Tan angebracht, hier oben in Dark Blue Grey. Hier kommt ein wunderschönes Dach, das quer geht. Unten insgesamt 40 von diesen kleinen braunen 2x2 Fenstern. Auch mit dem neuen, kennt ihr aus Newt's Koffer, den ich euch gezeigt habe, mit diesen neuen Gittern drin. Ganz großartig. Passen natürlich zu diesen anderen Gitterstrukturen von Lego, die ihr erkennt. Und hier vorne nochmal ein toller so ein Erkeranbau, auch nochmal aus diesen Fenstern, wie gesagt, 40 in Summe, Wahnsinn. Und jetzt natürlich die wichtige Seite, jetzt kommen die Details. Das Innenleben der großen Halle. Seht ihr natürlich hier vorne den Platz für die drei Chefs und dann kommen da ein paar Bank rein mit netten Nahrungsmitteln, hinten ein schöner Kamin. Hier links und rechts sind eigentlich die Banner der verschiedenen Häuser anzubringen. Die kann man dann auch nehmen, hochklappen, drehen und wieder runtersetzen. Da könnte man dann den Sticker der anderen dran packen. Hier seht ihr dann das Innenleben hier unten mit einer Treppe. Diese Treppe kann man natürlich einklappen. Ihr kennt dieses Treppensystem. Ich fände es schöner, wenn man das hier oben festhaken könnte an der Stelle. Ich weiß nicht genau, warum das nicht geht. Oben drüber kann man dann ein paar nette Getränke brauen. Da gibt es eine Schatzkammer. Auch sehr schön. Zeige ich euch gleich nochmal die Details auch. Ich gehe nochmal kurz durch. Und hier oben ist dieser Spiegel. Da kann man auch nochmal diese hochreflektierenden Aufkleber dran machen. Habe ich euch vorhin auch gezeigt. Und dann gibt es dann auch hier, das ist der Platz für, das schwarze Wendeglas. Was nochmal separat dabei ist. Und dahinter habt ihr noch ein kleines Räumchen mit einem kleinen Sockel mit
lustigem Federviech drin. Oder? Träumchen. Ein Träumchen. So, ich setze mal kurz ab, damit ich wieder einen anderen Winkel kriege. Lang macht das der Arm nicht durch. Hält das der Arm nicht durch. Mir gefällt's. Nur mal so. Euch auch, oder? Ja, genau. Richtig. Hier hinten ist übrigens noch ein kleiner gelber Frosch. Den hatte ich, glaube ich, eben vergessen zu erwähnen. Ein paar Details werden mir jetzt noch auffallen. Mir geht es jetzt aber auch vor allem um die Steine. Denn die Details, klar, das ist die große, es ist eine kleine, große Halle. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ich meine, das sind drei Bänkchen da drin. Wenn ich jetzt mal, bei den vielen Malen, die ich mir diese Filmmale angeschaut habe und nicht eingeschlafen bin, das sind ja ewig Leute drin. Klar muss so eine große Halle groß sein. Und wenn ihr mal kurz eine Internetsuche startet, werdet ihr bei Google sehr, sehr viele schöne Bilder finden von Mocks, die Leute gebaut haben. Aber die haben halt auch für 3000 Euro Teile da reingebraten. Das klappt natürlich nicht. Und das Hogwarts, was Lego jetzt rausgebracht hat mit 6000 Teilen, ist im Mikrofigurmaßstab, taugt natürlich auch nichts dafür. Die Idee finde ich trotzdem sehr nett. Ich hätte mir vielleicht überlegt, was ich cooler gefunden hätte, hätten die das hier hochgebaut, bis hierhin und hätten das als halbe Halle gemacht einfach. Dann hätte es mir, glaube ich, besser gefallen. Vor allem hätte man die Möglichkeit gehabt, zwei aneinander zu setzen und dann hätte man sehr einfach die doppelte Größe haben können. Verzeihung. Das hätte mir sehr gut gefallen. Ich hätte es wirklich gemocht und bevorzugt. Aber gut, so haben wir halt eine kleine Halle und haben hier so ein halbes Dach. Sieht halt immer so ein bisschen unfertig aus. Vor allem, was mich hier optisch stört, sind die offenen Technik-Bricks. Und ich mag Technik-Bricks. Ich sehe die wirklich gerne. Das sind die großen schwarzen 1x16er. Großartige Technik-Bricks. Wirklich, wirklich gut. Aber ich finde, das versaut mir ein bisschen diesen coolen Kuschel-Look, dass hier offene Technik ist. Und dann auch noch hier mit dem Liftarm, der hier runtergeht. Nee. Auch wieder, lässt du den weg, machst du hier ein bisschen Deko dran, damit man das nicht so sieht. Hätte mir persönlich besser gefallen. Aber sie hatten wahrscheinlich im Lastenheft stehen, dass der Kollege hier dabei sein muss. Schade. Teile. Es geht um Teile. Und das sind wunderbare Teile dabei. Und ich habe eben schon mal über die Fenster gesprochen. Diese Fenster sind sehr wichtig und sie sind sehr schön. Und ich hoffe, es wird weitergehen. Und wenn ich sowas sehe, denke ich auch immer gleich an so einen mittelalterlichen Marktplatz oder so. Da können wir echt was machen. Und diese Fenster weiß ich, sobald ich die einzeln haben werde, werden die gut verkauft. Sind jetzt schon bei Bricklink ja im Angebot bei einigen Händlern. Super Dinger. Danach, jetzt nehme ich das. Aber ich gehe mal kurz an die Sachen, die ich euch nochmal so näher zeigen wollte. Packe ich danach wieder rein. Hier nochmal kurz das Flugviech. An der Seite, das sind diese orangenen Slopes, die sind auch am 75880 McLaren aus den Speed Champions dran. Ein spezielles Teil. So ist es. Aber es ist ein nettes Flugviech. Kommt zum Boot. Dazu haben wir hier unten eine Truhe. Das ist die Standardtruhe, ihr wisst Bescheid. Die ist gefüllt mit ein paar netten Diamanten in ein paar Farben. Sehr schön. Die sind übrigens bei Bricklink in der Kategorie Rocks. Nicht, dass ihr irgendwie nach Schätzen oder sowas sucht. Bei Rocks alles drin. Hier unten auch sehr schön. Das ist der Kübel, den ihr auch aus dem 71040er Disney Schloss kennt, in dem Perlgrau, sehr schön, mit auch wieder Rock drin. Überhaupt diese Zaubertränke hier, das sind immer wieder, ist eine einfache kleine Dekosachen, die mir aber gut gefallen. Wenn die hier so ein 1x1 Brick rund nehmen und oben dann auch nochmal so einen Diamanten reinstecken, sieht einfach lustig aus. Zaubertrank, kann man halt hier was zusammenbrauen, so muss das sein, nicht wahr? Ja. Hier sind auch immer mal wieder Besen irgendwo dran, kann man ein bisschen was rumputzen, ein bisschen rumfliegen, ja, was man halt so mag. Die Skistöckchen, ich habe nur drüber geredet, gell? Ich habe euch noch nicht gezeigt. Das ist der Skistock. Den kennt ihr in Pink oder sowas, war der in Friends Adventskalender noch drin. Ist aber hier eine schöne Deko-Idee. Die großen konischen Elemente sind natürlich klasse. Hier mit dieser Andeutung von Schindeln, auch super. Kommt auch wieder entweder in der Peitschenweide oder im großen Hogwarts gerne vor, ja, die ganze Zeit, gar keine Frage. Hier ist das neue. Kann ich das jetzt abnehmen? Ja, komm mal her. Das ist ein neues Kerzenstück mit einer neuen Flamme dazu. Komm, Fokus. Sehr spannendes Teil, wird gerne benutzt. Ich hätte es mir ein bisschen eingebauter hier schon gewünscht. Also, sieht man. Sie haben sich immerhin bemüht, aber ja, stets bemüht. Auch übrigens unter, das ist das Einzige, was ein bisschen komisch ist. Da ich mich ja so gefreut hatte, dass hier kein Blödsinn verbaut ist. Hier seht ihr ja dieses kleine Podest hier mit den drei Chefstühlen. Unten drunter ist eine 2x4 Fliese in Blau. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Die ist vielleicht da, um die ganze Sache so ein bisschen in der Mitte abzustützen. Warum die blau ist? Keine Ahnung. Also sie ist auf jeden Fall da. Ich habe es auch direkt vergessen zu verbauen. Die lag dann am Ende da. Und ich habe mir, was will ich denn damit? Und dann ist mir aufgefallen, wo sie hinkommt.
Ich sprach schon über diese langen Technik-Bricks. Die sind natürlich großartig. Kurz eure Aufmerksamkeit wollte ich hier auf diese kleinen Käsestückchen, diese zwei Drittel-Slopes in 10 lenken. Die kennt ihr, die sind überall verbaut, Standard. Jetzt haben wir aber hier drüben, kennt ihr auch schon länger dabei, diese kleinen zwei Drittel Pyramidenstücke am Start. Ja, auch keine Frage. Aber jetzt hier, und die sind neu, sind die, die ganz normal wie so ein Dachfirst die Kante in der Mitte haben. Ein super Teil. Wird garantiert sehr, sehr oft benutzt, wird auch in vielen Farben kommen, ich bin mir sicher. Ein sehr schönes Teil, sehr wichtig, wir werden viel Freude haben. Wie gesagt, hier diese biegbaren Spitzen finde ich natürlich auch klasse. Hier ist das von einem Einhorn sozusagen, hier ist wieder das biegbare normale Spitze. Das sind große Platten, klare Sache. Die sind auf Hinge-Bricks angebracht hier. Das sind die Base, also Hinge-Base dafür, in Medium Dark Flash. Kein Schimmer warum, aber es passte hier zu den Steinen drumherum, deswegen motze ich nicht über die Farbe. Aber das wäre in Grau oder Schwarz natürlich Standard gewesen. Jetzt haben wir es hier Medium Dark Flash. Naja, gut, ich mag die Farbe, deswegen bin ich dabei. Es verwundert mich nur tatsächlich, dass sie verwendet haben. Ah, habe ich euch eigentlich hier vorne die beiden Mikrofiguren gezeigt? Hier ist die eine und da ist die andere. Zwei große Türen, die haben von außen keinen Griff oder so, also man kriegt sie nicht auf, man muss sie eigentlich von innen aufschieben, damit man sie dann von vorne ein bisschen angeln kann, aber dann geht es eigentlich ganz gut. Hier wieder diese großen Rundelemente, ganz hervorragend. Auf der Innenseite mag ich hier diese Deko, die sie hier angebracht haben. Moment, wo ist es? Hier, diese Deko-Bricks und hier oben starkt auch noch einer raus. Die finde ich klasse, die mag ich. Sind schöne kleine Details, es sieht einfach ein bisschen besser aus, wenn man das mit solchen Steinen abfängt. Und nicht einfach nur einen normalen 1x1-Brick oder einen Slope oder sowas hinsetzt. Sieht wirklich schick aus. Haben sie gut gemacht, kann man nicht motzen. Hier seht ihr die Technik-Bricks mit Löchern, wie gesagt, drin, dass man die, wie gesagt, wie oft sage ich, wie gesagt, pro Video, ich muss das mal zählen, wo man die Peitschen weiter anschließen kann. Ganz genau so ist es. Die, schaut nochmal innen, da steht, liegt Futter rum. Hinten wieder eine Keule und dann noch mal ein bisschen Eiscreme, eine Teekanne, ein paar Muffins und so, alles ganz nett. Wenn man die Figürchen da reinsetzt, ich muss mal gucken, ob ihr... Es wäre aber auch wieder ein Set, oder, dass da LEDs reinkommen. Wann endlich merkt Lego, dass es LED-Technik gibt, die man auch einbauen kann in Sets? Hier oben drin LEDs und die dann runterleuchten, das wäre wirklich... Es wäre was. Schnappen wir uns doch hier doch mal Hufflepuff. Ich muss dieses Wort irgendwie in mein Leben einbauen. Eine kleine nette Figur. Und wenn man die jetzt... Ja, ich habe ja... Jetzt weiß ich, warum da eine Ecke war die ganze Zeit. Hier ist Draco, den habe ich vorhin mal reingesetzt, um zu gucken, ob das passt. Ich zeige den euch die ganze Zeit. Und ich habe mir vorhin schon überlegt, sind das 9, aber ich kann mich ja nicht geirrt haben. Ja, ja, Draco gibt es natürlich auch noch. Auch mit diesem Gesicht. Der gute Draco. Ich mag den ja. Und deswegen habe ich mit dem gespielt. Gut, also wie gesagt, er stand da drin. Also wir haben hier mal Draco. Und wir haben Susan. Die mögen sich ja eh. Und die stellen wir da mal rein. Und die stehen da eigentlich ganz gut. Ich stelle jetzt mal Susan hinten auf die Bank. Man kann ja diese Figur mit den kurzen Beinchen nicht setzen. So. Ich finde, von der Höhe passt das eigentlich ganz gut. Ich finde es nur schade, dass hier die Sitzbank ist und hier dann der Tisch. Das heißt... Eigentlich stehen die ja falsch rum, die müssten nach hinten gucken. Dann finde ich es aber schade, weil man sie da nicht mehr sieht. Ich hätte das gerne andersrum gehabt. Ne? Ich zeige es euch nochmal ein bisschen näher. Wisst ihr, was ich meine? Es fängt ja vorne mit einer Bank an und dann kommt erst ein Tisch. Ich hätte aber gerne den Tisch und dahinter die Bank, damit man die Gesichter sieht. Da müsste man natürlich auch einfach eine größere Halle bauen. Ich bin echt ein Profi, gell? Dass ich die Figur da abstehe. Ja. Hier ist ein lustiger Besen, da hinten ist ein Besen. Man kann ein bisschen putzen, man kann ein bisschen fliegen. Spitzenklasse. Hinten ein netter Kamin. Hier sind auch diese Elemente, die hier in beige sind, sind da hinten nochmal in braun angebracht. Auch sehr nett. Also ich finde die Bauideen und die Andeutungen von Details, weil ganz ehrlich, Details haben die hier in der Größe kaum untergebracht. Aber es sind hier und da Andeutungen und das ist in Ordnung. Man sieht auch hier, dass das einfach nur kurz angelegt ist. Das geht in dem Maßstab mit den Teilen, die sie hier benutzt haben, um das simpel und einfach und schnell zu machen, natürlich nicht besonders gescheit. Ich hätte es schöner gefunden, wenn das ein bisschen umgelegt wäre, aber was willst du machen? Hier unten haben sie sich immer mit diesen Slopes nochmal so ein bisschen eine kleine Designmühe gegeben, die finde ich auch sehr schön, deswegen wollte ich sie nochmal kurz erwähnen, um der Sache so eine leichte Rundung zu geben, damit diese Wedgeplates nicht einfach nur rangebatscht aussehen. Das funktioniert unten gut, aber hier oben natürlich ist der Abstand unschön. Keine Frage. Ich weiß, es ist ein 100-Euro-Set mit 800 Apps teilen. Wie willst du hier jetzt alles detailliert ausarbeiten? Geht nicht. Ja, weglassen, schöner machen. Hm?
Es hätte ein paar Möglichkeiten gegeben, finde ich, die Teile besser zu verwenden. Auf jeden Fall. Habe ich kurz erwähnt, dass die einmal fünf Bricks in der Seite in Bright Light Orange schon nicht da waren? Ich glaube noch nicht. Die sind noch nicht da gewesen. Jetzt sind sie da. Ach übrigens, das Ding ist natürlich auch voll gepflastert mit Aufklebern, damit es cooler aussieht. Und das kann man dann hier oben hier wieder reinsetzen und dann, wie ich es am Anfang auch hatte, sitzt da oben drin und ist happy. Dann hat man aber das Flugviech nicht gesehen und das wollte ich euch auch noch vorführen. Und da stehen wir. Mit einer großen Halle. Ist doch okay, oder? Ich finde auch. Ich mag das Set tatsächlich. Es wird gut laufen. Die Nachfrage ist definitiv hoch. Die Teile sind super zu verwenden. Vielleicht werde ich auch mal einen Deal haben, wenn ihr mir vorher Bescheid sagt, dass ihr vielleicht das Set haben wollt ohne die Figuren, weil ihr keine Harry Potter Fans seid, aber ihr definitiv auch das Potenzial in den Steinen hier seht. Wird, denke ich, vorkommen. Ich werde es aber auch auseinandernehmen auf jeden Fall und einzeln bei mir im Shop verkaufen, also meinem Brickling-Shop. Ihr wisst Bescheid, keine Teillisten an mich oder irgend sowas. Immer gucken, was ich im Shop habe. Dort könnt ihr es gerne bestellen. Ich schicke es euch zu oder lege es euch bereit. Ab Mitte November wird mein Shop geschlossen sein und meine Öffnungszeiten im Laden werden sich um 2 Tage erweitern. Das schon mal als Info, bis nach Weihnachten wird das so sein. Ganz genau das Datum kommt da noch, aber es dürfte so um den 20. November. 15. bis 20. November werde ich starten, wird der Shop zu sein, dafür der Laden häufiger offen. Und dann ist das toll. Ich spiele noch ein bisschen mit Draco hier hinten und Susan und so und wandere da rum. Und guck mal, vielleicht sollte ich eh die Figuren bei meinen Vorstellungen, glaube ich, in die Sets reinstellen. Dann kann ich mal sagen, hier ist einer, da ist einer, oder? Ist das lustiger? Dann kann ich es aber nicht auf meinen Plättchen hier so rumdrehen. Vielleicht besorge ich mir aber auch so einen kleinen Sockel und dann kann ich den rotieren und so. Und dann sieht man die ruhiger und ist nicht meine Zitterhand im Display. Ich bin ja momentan so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich es vielleicht machen möchte. Muss ich mal schauen. Aber es sind nette Deko, also die Deko-Elemente sind klasse. Man braucht halt 2, 3 von den Hallen, um das ein bisschen schöner zu bauen. Und dann auch das Dach höher zu ziehen und so. Ich glaube 3. 2 aneinander gebaut und das eine kann man dann benutzen, um dann die Lücke hier dazwischen noch aufzufüllen. Dann wird das was. Es ist eine schöne Zeit. Kommt mich doch mal besuchen im schönen Frankfurt am Main. Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich auf jeden Fall im Laden und jetzt optionale Dienstage und Mittwoche noch in der Weihnachtszeit. So machen wir das, gell? Hervorragend. Genießt den Tag, macht etwas Schönes, baut etwas Nettes, umgebt euch mit netten Leuten. Macht's gut, bis bald.